Leute, es geht wieder los. Wir schnuppern rein in das Leben eines Vielseitigkeitsreiters in Lucinda Greens Equestrian Challenge. Und damit herzlich willkommen ein weiteres Mal zu Lucinda Greens Equestrian Challenge. Warum ein zweites Mal? Weil ich es auf einem anderen Kanal schon mal gezeigt habe, aber auf Cardi Gaming noch nicht. Tatsächlich habe ich das Spiel, da es sich über die normale CD nicht mehr ans Laufen bringt, habe ich es mir über Old Games Download, glaube ich, geholt. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung, aber an dieser Stelle die Bemerkung, es ist nie risikofrei, solche Dinge aus dem Internet runterzuladen. Das heißt immer auf eigene Gefahr hin, dass man sich dann irgendwas auf den PC holt, was eigentlich nicht drauf sein sollte. Das Spiel gibt es da auch nicht auf Deutsch. Wir müssen es auf Englisch spielen, aber ich würde sagen, das kriegen wir hin, oder? So, also stellen wir uns jetzt einen neuen Reiter und ein neues Pferd. Wir können ja in einem Profil mehrere Reiter haben. Ich muss jetzt erstmal gucken, Nationalität, ich möchte mich gerne deutsch machen. So, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Appearance. Ich finde, das eine Gesicht, was wir eben hatten, das finde ich sehr putzig eigentlich. Das hier mag ich eigentlich gerne. Ich weiß nur nicht, wie von hinten die Haare aussehen. Ist halt alles, man sieht, dass es in die Jahre gekommen ist. Das Spiel ist ja schon damals für die PlayStation 2 erschienen. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt das Spiel schon ist, aber es hat definitiv schon einige Jahre am Buckel. Egal, Leute, wir... Oder wollen wir... Ich nenne mich jetzt einfach mal Cardi Gaming hier. Oh, ich kann keine Leerzeile nehmen. Gut, dann machen wir das so. Es ist nicht schlimm, ist nicht tragisch. So, und wir haben drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Wir haben einmal Easy. Ich weiß gar nicht mehr, was war es denn mit den Death Points? Ich weiß es nicht mehr. Leute, wir machen das mit Hard. Wir reiten es direkt auf dem Next Level. Hallo, ich bin Lucinda Green. Welcome. You've impressed me with your riding and I think that with a proper training and preparation, you'll soon be ready for competitive eventing. The first thing to do is to head to the stables to choose your horse. So, genau. Wir sollen jetzt erstmal unser Pferd aussuchen. Ich weiß tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht, ob ich das vorlesen soll oder ob wir das einfach nur durchklicken. Es sind keine wichtigen Dialoge. Ich weiß nicht, was wir da am besten machen. So, wir werden im weiteren Spielverlauf die Möglichkeit haben, uns noch weitere Pferde zu holen. Wir haben, glaube ich, drei Stallplätze, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können auswählen ein englisches Vollblut, ein Warmblut-Vollblut-Mix oder ein Irish Sport Horse. Und ich glaube, ich würde mal einen Warmblut-Vollblut-Mix holen. Ihr seht, optisch gibt es hier keinen Unterschied. Und ich mache jetzt einfach meinen Klassiker. Wir können das Pferd auf drei Größen einstellen. Ich nehme jetzt einfach mal die größte Größe. Es wird ein Hengst werden. Und jetzt möchte ich mal schauen, ich möchte mir als erstes gerne einen Palomino erstellen. So, muss ich nur noch mal schauen. Ich weiß gerade gar nicht, welches war denn hier die hellste Palomino-Farbe. Müssen wir mal durchschauen, was wir da haben. Boah. Ist das hier schon die hellste? Scheint so. Scheint so. Deppels haben wir hier dann gar nicht dabei. Okay. Face Markings. Ich verpasse ihm mal. Was verpasse ich ihm denn mal? Oh, das ist eigentlich ganz schön. Mane and Tail. Da müsste man dann das Weiße nehmen. Aber gab es die nicht mal in... Ich hätte schwören können, es gab mal ein helleres Pferd. Warte mal. Und wir können hier hinten so Rasurmuster draufpacken. Bin ich jetzt aber nicht so der Fan von. Aber ist das echt? Boah. Ging's echt nicht heller? Ich bin gerade verwirrt. Ich hätte schwören können, dass es eine hellere Fellfarbe gibt. Ansonsten machen wir einfach mal was ganz anderes. Machen wir mal was ganz Wildes. Vielleicht nehmen wir einfach die Fellfarbe mal.
Das ist jetzt echt wild mit der Man-Farbe. Ich bin mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen unschlüssig, was ich mache. Oder wir bleiben tatsächlich bei der. Komm, wir machen das so. Und ich nenne ihn... Ihr könnt es euch schon denken, Sea Blond. So, Leute. Genau, und wir haben unterschiedliche... Ja, ich glaube, ich stelle das einfach aus, ne? Wir haben unterschiedliche Punkte, die ein Pferd ausmachen. Und wir bekommen auch nach erfolgreichen Turnieren oder nach erfolgreichen Trainings, bekommen wir Punkte, die wir verteilen können. Leute, ich hatte ja die ganze Zeit die Cam aus. Sorry, Leute. Und zwar sind das Geschwindigkeit, klar, selbsterklärend. Springen, das ist eben, wie gut das Pferd springt, aus welchen Winkeln und solche Sachen. Und ne, Sprungkraft, die Ausdauer, die ist sehr, sehr wichtig im Gelände. Trust ist auch wichtig im Gelände, das Vertrauen und die Agilität, die Wendigkeit. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal einige der Punkte, die wir am Anfang verteilen können, in die Ausdauer setzen. Denn, Leute, glaubt mir, es ist super nervig, mit einem langsamen Pferd im Gelände unterwegs zu sein. Deswegen sehe ich erstmal zu, dass ich... Oder ich setze Speed vielleicht wieder auf 20 runter und ich setze die Ausdauer als erstes auf 30. Glaubt mir, es ist super unangenehm sonst. So, das erkläre ich euch auch alles. Ich mache jetzt gerade erstmal... Ach, ich muss ganz raus, damit ich das... Okay, okay, dann gebe ich euch eine kurze Stallführung. Also, wir haben hier das, das Büro, wo wir eben den Progress uns angucken können, Rewards. Und hier haben wir auch die Option. Und ich mache jetzt das Speech Volume. Mache ich mal... Ich mache es vielleicht ganz leise. Mach mal so. So, genau. Ansonsten haben wir hier soweit alles. Yo. Back. Okay, gut. Genau, und dann haben wir hier die Möglichkeit, im Tech Room unsere Ausrüstung anzupassen. Wir schalten im Laufe des Spiels immer mehr Ausrüstung frei. Im Stall, klar, können wir ein Pferd erstellen. Wir können uns auch ein Pferd aussuchen, das wir reiten möchten, oder ein anderes eben in den Stall reinstellen. Wir haben die Reithalle, wo wir trainieren können. In Springreiten, Dressur und Cross-Country müssen wir alles machen. Und wir haben den Paddock, wo unsere Pferde draufstehen, die wir gerade aktiv reiten. Und hier können wir die putzen und füttern. Genau, das sind so die Punkte. Und ich würde sagen, wir trainieren jetzt erstmal als erstes Dressur, Gelände und Springen, damit wir uns auf das erste Turnier vorbereiten können. In der Dressur ist es ein Rhythmusspiel. Ich mag das total gerne. Für manche ist es nichts. Ich finde es richtig klasse. So. Und da merkt man aber auch, dass das Spiel schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber ich feiere das. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr Bock darauf habt oder ob ihr jetzt mittlerweile nach der Zeit, die das Spiel am Buckel hat, sagt, boah, nee, jetzt ist es mir nun mittlerweile doch zu alt. Das sind jetzt erstmal so die Einstiegsschwierigkeiten. Das ist noch nicht wirklich schwer. Und die Turniere, die beruhen auch auf richtigen Strecken und Aufgaben, die es gibt. In Adelaide, in Australien, in Kentucky in den USA, Berkeley in England und wir haben noch Badminton auch in England. Oder ist Berkeley da? Doch, müsste eigentlich. England ist ja auch so die Geländehochburg eigentlich, kann man ja sagen. Das ist so Deutsche, Engländer, Australier und Neuseeländer sind mit so die stärksten Nationen eigentlich in der Vielseitigkeit. Zumindest war das so, als ich das noch geguckt habe. Ich verpasse das in der letzten Zeit. Oder das heißt in der letzten Zeit. Seit ich mit Dennis zusammen wohne, komme ich tatsächlich kaum noch dazu, das zu schauen. Und je nachdem, wie gut wir dieses Training absolvieren, kommen wir durch und bekommen entsprechend Punkte. Oder wir müssen es halt nochmal machen.
So. Da ist sie zufrieden. Replay angucken können wir uns auch. Brauchen wir aber nicht. Ich stelle gerade fest, ich muss vielleicht das ein bisschen vergrößern, die Ansicht. Sonst seht ihr davon nichts. Obwohl, es ist jetzt ist keine super interessante Zusammenfassung da. Statistik. So. Okay. Jetzt haben wir das Training der Dressur gemacht. Wir machen das Training beim Cross-Country natürlich auch noch. Jetzt geht's raus und ich muss sagen, die Cross-Country-Herausforderungen, die sind gar nicht so einfach. Wir steuern hier mit WASD. Springen müssen wir auch. Es gibt auch einen Schwierigkeitsgrad, wo das Pferd von alleine springt. Mache ich aber eher ungerne. Ich sag's euch, es wird mit Sicherheit die eine oder andere Situation geben, wo ich einen Steher habe. Und wenn du einen Steher hast, dann hast du eigentlich schon ein Problem im Gelände. Bei den Turnieren, dann kannst du eigentlich schon eine Platzierung knicken, wenn du Erster werden möchtest. Was natürlich mein Anspruch hier ist. Wir sehen oben links den Fortlauf der Strecke quasi. In so einem Fortschrittsbalken. Wir sehen die Bestzeit, wir sehen unsere aktuelle Zeit. Wir sehen, wie viele Hindernisse wir schon, wie viele Fehler wir haben. Unten links sehen wir, in welcher Richtung sich das nächste Hindernis befindet. Und wie viele wir schon übersprungen haben, nochmal zahlentechnisch. Oben rechts sehen wir die aktuelle Ausdauer vom Pferd. Wie viel es noch hat und wie zufrieden es gerade ist. Wenn wir jetzt ein Pferd die ganze Zeit antreiben, wenn es bergauf geht, oder jetzt hier auch gerade bei Ciblon, dann ist es halt nicht so ganz geil drauf. Beziehungsweise ist es angestrengt. Und unten rechts sehen wir halt nochmal die Steuerungsoption. Ich sehe gerade, ihr seht es gar nicht oben rechts das Fenster. Muss ich beim nächsten Mal dran denken, dass ich die Kamera mal verschiebe. Kann ich jetzt gerade so ohne weiteres easy peasy nicht machen. Werde ich aber für die nächste Aufnahme werde ich das einrichten. So. Zack, da haben wir schon unsere erste Geländerittübung durch. Lief auch gut. Jetzt können wir wieder Punkte verteilen. Ihr seht, jetzt gab es auch direkt noch einen Punkt auf Ausdauer dazu. Es gibt unterschiedliche Punkte bei der Dressur, Trust und Agility. Beim Geländereiten haben wir Speed und Stamina. Beim Springreiten natürlich Jumping. Ich weiß aber nicht mehr, was da noch dazu kam. Ich gehe hier direkt auf 40 Ausdauer. Ihr werdet sehen, dass das angenehm ist. Beziehungsweise, wenn ihr es euch selber mal spielt, werdet ihr merken, dass es andersrum sehr unangenehm ist. So, hier kommen keine Erklärungen mehr zur Steuerung von der guten Lucinda, denn das Springen steuert sich exakt genauso wie das Geländereiten. Da gibt es keinen Unterschied. So, und wenn ihr halt zu spät drankommt und dieses Springdingens unten nicht aufleuchtet, in Distanzen oder in Kombinationen leuchtet es übrigens nur einmal auf. Aber hier, wenn das da zu spät kommt und ihr springt zu schräg oder ihr springt zu spät, dann liegt halt auch eine Stange unten. Das geht dann auch gerne mal schief. So. Wieder eine gute Zeit und wir haben dazu bekommen Agility. Okay, Agility und Jumping haben wir dazu bekommen. Alles klar, wissen wir da schon mal Bescheid. Ich setze, na, da brauche ich eigentlich noch keine reinzusetzen. Ich würde, glaube ich, jetzt noch 5 in Speed reinsetzen. Das wird echt angenehm beim ersten Turnier. So, und wir haben jetzt auch unsere ersten Outfits freigeschaltet und wir können jetzt unser Pferd bürsten, was wir auch machen müssen, um das erste Turnier reiten zu können. So. Wir können hier, oder wir müssen hier einmal das Pferd streicheln zum Beispiel, damit die Happiness hochgeht. Oh, das Glitzern. Ist ein bisschen unangenehm im Ohr. Wir müssen alles hier gut versorgt haben, bevor wir in ein Turnier gehen. Ansonsten ist halt das Pferd nicht so gut drauf. Macht nicht so gut mit, ne? So. Dann gibt es einmal Heu. Wir müssen halt auch wirklich warten, bis es gefressen hat. Wenn wir jetzt auf Back gehen oder sowas, dann bricht halt die Aktion ab. Und, ja, es geht dann halt, wir müssen es dann halt nochmal machen. Also wir müssen wirklich abwarten. Vielleicht sind das auch so Situationen, wo ich mal kurz pausiere und vielleicht mal rausschneide oder so. Und ihr seht jetzt das Food, das ist immer noch nicht hundertprozentig voll.
Genauso wenig wie es beim Tränken sein. Dann läuft es da unten hin. Das wird irgendwann noch besser, was dann Leckerchen angeht. Gut, mit Wasser nicht, weil Wasser ist halt immer gleichsättigend. Wir können das Pferd auch schneller putzen. Wir können es dann nämlich hinterher auch mal waschen. Das sind eben so Sachen, die man im Spielverlauf langsam aber sicher freischaltet. Kann ich euch gleich noch zeigen. Das sieht man nämlich schon im Menü. Aber wir können es halt noch nicht nutzen. Das geht noch nicht. So, sehr schön. Und dann haben wir hier eben noch zum Beispiel Möhrchen, die wir verfüttern können. Wir können unser Pferd, wie gesagt, waschen. Es gibt noch Äpfel und es gibt noch Zuckerstückchen. Und, was gibt's hier noch? Ah, mit Fliegenspray können wir es auch einsprühen. Siehst du, das wusste ich tatsächlich selber gar nicht mehr. Das wusste ich selber nicht mehr. Ich würde mich jetzt aber für heute erstmal verabschieden. Ihr habt jetzt erstmal so die kleine Einführung ins Spiel reinbekommen. Beim nächsten Mal widmen wir uns dann direkt dem ersten Turnier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ich bin sehr gespannt, was die alten Hasen dazu schreiben, dass ich das Spiel nochmal spiele. Es wurde sich relativ oft gewünscht. Und ich bin happy, dass ich euch jetzt die Option bieten kann. Noch nicht perfekt und auf Englisch, aber na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.